deine Schwanzspitze und dann benutze ich dann da hinten den Teleporter und begebe mich zur Schule der Magie oder zur Magiergilde, wie man es jetzt auch nennen will, nämlich nach Queen's Crossroads und trinke dabei einen Schluck. Gibt übrigens heute Light-Eistee, wenn sich jemand fragen sollte. So, hier ist die Schule. Wir gehen direkt hinein. Kommt ruhig näher und überzeugt euch selbst. Verkauf. Und dann gehen wir auch direkt nach oben zu Dathan. Upp, falsche Tür. Will da lang. Da ist er ja. Hast du, worum ich dich gebeten habe? Ich hab ihn. Wunderbar. Ich habe mir schon Gedanken über dich gemacht. Gut, dann können wir anfangen. Ich habe Nachricht vom Captain. Alles ist vorbereitet. Vorbereitet für was? Komm mit. Ich will dir etwas zeigen. Folge Dathan in den Teleport. Okay, dann machen wir das. Und bupp, ist er weg. Und wir auch. Folge mir. Okay. Jetzt folgen wir Dathan weiter, hier durch eine, ja, gruftige Höhle. Und da ist der Captain. Ist auch alles bereit, Fel? Ich denke schon. Okay. Jetzt gehen die hier beide los und wir einfach mal hinterher. Eine gut ausgeleuchtete Höhle. Aber wohin sie wohl führt, keine... Oh, okay, das erfahren wir wohl jetzt. Was ist das? Gib mir den Drachenzahn und du wirst es sehen. Wie episch ist das denn? Alles in Ordnung? Was sind das für... Das, mein lieber Freund, sind Veritagolems. Es ist sehr schwer, sie unter Kontrolle zu halten. Und noch schwerer ist es, welche zu erschaffen. Besonders unter den gegebenen Bedingungen. Dafür braucht der Captain also Verita. Wofür sind sie denn gut? Mach Gebrauch von deiner Vorstellungskraft. Die Stadt Gandohars Kontrolle zu entreißen? Das würde ihn nur dazu veranlassen, noch mehr seiner Schergen zu schicken. Nein, der einzige Weg, den Würgegriff des Tyrannen loszuwerden, ist, den Grund für die Anwesenheit seiner Leute zu beseitigen. Die Minen? In der Tat. Außerdem, warum sollten wir uns selbst irgendwelchen Risiken ausliefern, wenn Verita sich offenbar ganz gut selbst verteidigen kann? Das ist brillant. Ja, nicht wahr? Wie hast du das ganze Material für sie zusammengekriegt?
Ich schätze, hier sind wir Gorlak wirklich zum Dank verpflichtet. Und wenn Ferl und seine Männer die Höhlen nicht entdeckt hätten, wäre es kaum möglich gewesen. Sie haben die Golems mit Hilfe der Flüchtlinge aus den Minen zusammengefügt. Aber der Drachenzahn ist der eigentliche Schlüssel. Beeindruckend. Aber warte mal, Ferl? Felanon ist mir nie wirklich leicht von der Zunge gegangen. Und all das nur, um in den Turm zu gelangen? Wir müssen Gandorhas Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken, wenn du Erfolg haben sollst. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Schutzzauber um seinen Turm mit ihm in Verbindung stehen. Wenn sie ihre Kraft direkt von ihm beziehen, besteht unsere einzige Chance darin, seine Konzentration zu zerstreuen. Wieso weißt du das alles? Oh, ich habe viele Jahre versucht, herauszufinden, was Gandorha in seinem Turm aufbewahrt. Ich habe hierfür einige Abenteurer eingespannt. Auch unseren Freund Felanon, als er noch jünger war. Gandorhas Methoden sind mir kein völliges Rätsel mehr. Und es hat eine Zeit gegeben, da hat mein Wissen das Seine überstrahlt. Wenn du aus der Höhle rauskommst, halte dich südlich. Du wirst auf ein paar Ruinen stoßen. Benutze den Teleport. Er ist direkt mit den unterirdischen Irrgärten verbunden. Aber vergiss eines nicht. Wenn du erst einmal dort bist, gibt es kein Zurück. Der einzige Ausgang befindet sich am anderen Ende des Labyrinths, direkt unter dem Turm. Na dann nichts wie los. Moment noch. Ich kann dich nicht mit leeren Händen ziehen lassen. Mir selbst nützt mein Geld nicht viel heutzutage. Aber wir könnten dafür sorgen, dass du mit mehr als einem Zahnstocher in deinen sicheren Tod ziehst, nicht wahr? Wie wäre es mit einer Axt? Oder einem Bogen? Ich könnte dir schnell einen Zauber beibringen, wenn du es mehr mit der Magie hast. Oh, jetzt muss ich mich hier entscheiden. Ja, und ich glaube, Axt, Schwert, Magie, ich nehme die Magie, denn ich habe schon Leuten hören, dass Fernkampf für den Endgegner im Tower of Fangs wahrscheinlich nicht ganz so unpraktisch ist. Deswegen wäre es jetzt doof, jetzt hier auf das zu setzen, was ich derzeit sehr gut kann, nämlich Nahkampf. In der Magie habe ich noch meine Schwächen, deswegen, ja, denke ich mal, wäre das nicht ganz unpraktisch. Zauberunterricht von einem berühmten Magier? Wer würde sich das schon entgehen lassen? In diesem Fall gebe ich dir einen bestimmten Stein und die Schriftrolle, die du benötigst, den Zauber zu wirken. Das Rezept nicht zu vergessen. Nun, was soll es sein? Luft, Feuer oder vielleicht Wasser? Warte, lass mich raten. Es ist Luft, nicht wahr? Nee, eigentlich ist es doch eher Feuer. Eigentlich bevorzuge ich Feuer. Auch schön. Dann ist es Auge um Auge. Danke. Ich wünsche dir wirklich Glück. Später im Turm und bis du dein Ziel erreicht hast. Danke, Datan. Und grüß mir den Captain. Oha, erhalten Verzauberung, erhalten Schriftrolle. Dein Ansehen bei der Magiergilde ist gestiegen. Im Level sind wir auch aufgestiegen. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal einiges zu tun, das ganze Zeug alles nachzuholen. Skillpunkte, extrem gut, denn dann kann ich mich hier bei Feuer... Oh, brauche ich 35 Willenskraft. Muss jetzt alle hier auf alles auf Willenskraft setzen. Gut, dann kann ich mich... Beschwörung. Aha. Dann kann ich mich jetzt nämlich auch bei Feuer ein weiter skillen. Beschwörungen, Fallen und Altare. Na gut, erstmal nur Feuer, denn ich habe noch eine Feuerkarte. Eine bisher noch ungenutzte. So, Feuerblitz. Zack, um einen erhöhen. Dankeschön. Der macht jetzt 443 Feuerschaden. Extrem gut. Dann habe ich bekommen einiges neues Zeug. Ich glaube, das war hier. Doch hier mit drin. Und zwar
Schriftrolle für den Zauber Auge um Auge. Verzauberung, Kraft, Schaden, Zeit. Den Auge um Auge Zauber verdankt die magische Welt Grumlir dem Dornigen. Grumlir war wahrscheinlich der sanftmütigste Kampfmagier seiner Zeit und benutzte niemals direkte Gewalt. Aus diesem Grund entwickelte er die Auge um Auge Magie, mit deren Hilfe er sich erfolgreich durch die gefährlichsten Gegenden Antalors schlug. Auf die Frage, warum er keine anderen Zaubersprüche nutzte, antwortete er stets: Alles Lebendige hat etwas von einem Kind. Es wird einem kochenden Wassertopf niemals zweimal anfassen. Ah ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir dann auch irgendwie die nötige Sache dafür. Also Auge um Auge ist. Nee, das ist die Tempelkarte. Das Auge um Auge. Verzauberung, Kraft, Schaden, Zeit. Okay, habe ich dafür irgendwas bereit? Schaden. Schutz, Zeit. Ich hab weder eine Zeitkarte. Okay, also habe ich ob was dafür da? Ehe. Okay, ich weiß noch nicht so wirklich, wie das da funktionieren soll. Das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, liebe Leute. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einiges mit dazu bekommen. Zwei Skills kann ich hier noch verteilen. Davon geht einer auf jeden Fall in dem Waffenschmied, den ich erst Level 22 lernen kann. Dann würde ich sagen, packe ich jetzt hier nochmal einen Skill auf jeden Fall in den mächtigen Schlag. Und den Blockbrecher. Genau. Dann werden auch alle Skillpunkte, alle Parameterpunkte vergeben. Wie gesagt, wegen der Magie könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ich das am besten anstellen soll. Unser nächster Weg führt uns jetzt erstmal, denke ich mal, zurück nach Hatmandor, dass wir uns noch ein bisschen ausrüsten können. Immerhin haben wir 12.000 Auras. Das heißt, wir können vielleicht noch hier und da ein kleines Teil nachrüsten oder unsere Rüstung noch ein bisschen aufpäppeln. Wir können schauen, dass wir noch ein paar Tränke herstellen. Weil er hat schon gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Dann müssen wir den Kampf antreten, zumindest den Kampf um das Ende des ersten Kapitels. So, gequatscht habe ich jetzt auch genug. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen, sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen, gehabt euch wohl. Bis dahin, Baby, euer Hyuga.